Guten Morgen, Leute! Ein neuer Tag und heute sieht das Wetter richtig scheiße aus. Wir wollten heute eigentlich an den Strand, aber es hat geregnet und es regnet heute wahrscheinlich den ganzen Tag. Deswegen ja, sieht es heute schlecht aus, aber wir gehen heute in die Mall und besorgen unsere ganzen Sachen, die wir so brauchen für Deutschland. Juliane führt so eine lange Liste an Sachen, die sie mitnehmen will. Und ich muss ein paar Sachen für Mama besorgen. Deswegen, ja, machen wir das einfach heute. Heute kommt übrigens auch Tante Lolly, weil die ist nämlich auch in der Stadt heute Abend. Und dann gehen wir die essen und so. Das wird cool. Ich habe übrigens mein Zimmer aufgeräumt. So, habe ein bisschen aufgeräumt. Hier lagen eigentlich die ganze Zeit die Koffer. Und jetzt habe ich mal alles in die Schränke gemacht. Und habe mein Bett gemacht. Jetzt muss ich nur den Boden wischen. Und danach putze ich das Bad. Das sieht schrecklich aus. Genau. Und das stelle ich raus. Das ist so unnötig eigentlich. Ich habe nämlich den Fernseher da drauf gestellt. Aber Oma hat es irgendwie auf den Tisch gestellt. War komisch. Manchmal macht Oma einfach keinen Sinn. About to leave. Already packing. Come with me. I'm not really asking. We'll get away. So, bin jetzt komplett fertig geworden. Das Bad sieht wieder picobello aus. Ich habe alles hier geputzt. Hier hat sich es irgendwie nur verfärbt. Keine Ahnung, ich glaube, Oma ist da mit Bleichmittel drüber gegangen. Und seitdem hat sich es irgendwie so komisch verfärbt. Naja, egal. Aber wenigstens ist es jetzt sauber. Hier auch. Und ich schwitze mir den Arsch ab. Mal seht ihr das? Das ist so heiß. Wir sind jetzt einkaufen. Und hier werden übrigens die Tüten für einen gepackt, wenn man hier einkaufen geht. Und hier sind so viele Kassen offen, aber es dauert so lange. Das Problem ist, es gibt kein Laufband. Ja. Und hier werden die Sachen eingepackt. Was cool ist, aber es dauert 1000 Jahre und deshalb kann es nicht weitergehen. Ja. Da habe ich schon alles analysiert. Genau, deswegen dauert hier alles so lang. Aber da ist. Hallo! Anne Lolly! Hallo! Hallo! Geht's für dich heute wieder nach Germany? Ja. 6 Wochen. 6 Wochen? Kontrolle machen. Ah ja. Ah ja. Du hast aber ein Leben, hey. Du kommst nicht mit 5, 6 Wochen. Nein. Wieso? Kannst du mir... Annas Bauch ist so. Ja, okay. Wie laufen sie? Ja, komm doch mit. Komm mit, wenn wir zurückfliegen. Komm mit, wenn wir zurückfliegen. Ja, ich begrüße dich. Ich wollte sehen, dein Baby. Ja. Ja, vielleicht komm ich vorbei. Ja, komm doch vorbei. Wir fliegen am 24. Kannst du 24. Mit? Am 23. am Freitag. Freitag, nächste Woche. Ja. Nee, am diese Woche Freitag. 23. Ach so. Fliegen wir. Ich bin jetzt so lange. Hä? Ja. Ein paar Tage. Ja, ein paar Tage. Kannst, hast du Zeit, deinen Koffer zu packen? Oder Hartmut? Ja. Ich mach ein Selfie. Opa ist immer so. Ja, Tante Lolly hat uns heute Morgen überrascht. Sie bringt nämlich unseren Onkel zum Flughafen, weil der fliegt heute wieder zurück nach Deutschland. Der muss nämlich alle 6 Wochen, also nicht alle 6 Wochen, aber er muss regelmäßig zum Kontrolltermin gehen in Deutschland. Und für 6 Wochen bleibt er dann dort, weil er hatte ja Krebs, wie einige das von euch schon mitbekommen haben in unseren letzten Vlogs, als Tante Lolly da war. Und ja, also soweit sieht eigentlich alles gut aus, nur er muss halt regelmäßig zu Kontrollterminen und deswegen... ja, fliegt er jetzt immer hin und her quasi, weil er gesagt hat, er hält es dort nicht aus. Ey, die nerven mich schon die ganze Zeit, die sind so laut. Genau, weil er gesagt hat, er hält es dort nicht aus und er fühlt sich hier viel wohler. Und ja, deswegen
Lebt ihr jetzt ein Jet-Set-Life? Wir haben jetzt 9:30 ungefähr. Ich habe schon geduscht. Wir haben ja hier nur kaltes Wasser. Und oben, wo Alex und ich schlafen, in Annas Zimmer, ist morgens nie Wasser. Jetzt war ich gerade unten bei Kat im Zimmer und habe hier geduscht. Und auch jedes Mal mit so einem, also mit kaltem Wasser, mit so einem Schöpfer aus dem Eimer. Jedes Mal wieder über den Kopf schütten und anfangs ist es schon etwas unangenehm, war halt kaltes Wasser, ne? Aber letztendlich ist es ziemlich erfrischend und nach einer Zeit heizt der Körper so nach und dann ist es auch gar nicht mehr schlimm. Einziges Problem, finde ich, ist, dass man schwieriger Spülung und Shampoo aus den Haaren waschen kann mit kaltem Wasser. Das nervt ein bisschen, aber naja, ich muss jedes Mal irgendwie... Also jeden Morgen ist es für mich wie so eine Eisbucket-Challenge. Jedes Mal ein Eimer kaltes Wasser über den Kopf schütten. 20 Mal ungefähr. Ja, Kat und ich machen uns was zu essen jetzt. Und wir dachten, wir machen heute Amaretta, ist das, glaube ich. Also Toast mit Ei. Und zwar haben wir hier Ei. Wie heißt das? Verquirlt, gell? Ja, klar. Und das Toastbrot drin gewendet und es wird jetzt angebraten. Mhm. Und dann gibt es Avocado dazu. Ja. Wir leben richtig gesund. Healthy Lifestyle, aber morgens. Genau. Morgens fängt es immer ganz gut an. So Durian-Shake, Mango-Shake. Wir haben nämlich entdeckt, dass wir hier einen Mixer haben. Voll cool, dann können wir mit den ganzen geilen Früchten Shakes machen. Aber ja. Und dann wirklich nur morgens und dann mittags gibt's los mit Barbecue-Jollibee. Scheiße. Gestern hatten wir so einen Fresstag. Ja. Es war echt schlimm. Ich war mega hungrig und hungrig einkaufen gewesen, Essen einkaufen. Ja. Und da kam einfach alles in den Einkaufswagen. Als wir dann hier abends angekommen sind, haben wir erstmal Spaghetti gekocht und danach abends noch vom Fernseher richtig viel reingestopft. Mhm. Alle 15 Minuten kam dann wieder hier irgendwie so ein Muffin und ein Brownie und es hat gar nicht mehr aufgehört. Ja. Es war irgendwie gestern so ein hungriger Tag. Frühstück ist fertig, Juliane und ich haben fertig gekocht. Wir haben einmal Avocado aufgeschnitten. Und unser Amaretta, bin mal gespannt, wie es schmeckt. Ich habe zum ersten Mal Amaretta gemacht. Heute, also hier werden wir richtig kreativ. Gucken hier alle Fernsehen. Die machen den Fernseher immer so laut. Ich wache davon morgens immer auf. Immer um 5 Uhr morgens. Ciao. Geil, guck mal, wir sind gerade an einem Wasserfall. Und hier werden wir jetzt gleich reingehen. Das sieht voll schön aus. Voll geil, der Wasserfall geht von ganz da oben. Das sind so mehrere kleine Wasserfälle. Bis hier unten und so coole Naturpools. Voll cool. So, wir waren jetzt gerade drin. Es ist echt kalt. Aber man gewöhnt sich voll schnell dran und wenn man dann drin ist, dann geht es eigentlich voll. Aber es ist voll schön. Es wird immer tiefer, je weiter höher man geht. Voll schön. Und ganz vorne ist dann der große Wasserfall, den ich euch am Anfang gezeigt habe. Voll schön. Also falls ihr mal in der Davao-Region seid, dann kann ich euch das hier echt empfehlen, voll günstig. Eintritt kostet nur 20 Pesos, das ist nichts, das sind glaube ich 10 Cent oder so umgerechnet und ist echt voll schön. Oma hält sich fest, weil sie Angst hatte, wie dann das Zähler fährt. Voll geil. Lava Cake. Schmeckt so gut. Mission Chili con Carne. Wir versuchen jetzt Chili con Carne zu kochen heute Abend. Und ja, sind mal gespannt, ob wir hier alle Zutaten finden. Hier gibt es eigentlich alles. Aber man weiß ja nie. Es regnet. Oh. Und der Lolli ist da. Und wir? Ja, wir werden jetzt Chili con Carne machen. Genau. So, also die brauchen wir, Assistentin. Dann haben wir hier Hackfleisch. Was ist das? Lauchweißchen. Nee, das nicht. Dann, also hier Hackfleisch. Ach so. Dann haben wir hier Kidneybohnen.
regnen wohl. Gucken wir mal noch, wie lange es haltbar ist. Tag 19, ja, na lange haltbar. So, dann schneiden wir jetzt erstmal die Zwiebeln. Was brauchen wir? Ein Messer, ein Brett. Genau, und dann schneidest Zwiebeln, du. Knoblauch und so weiter. Dies heißt übrigens Ahos und Philippine. Ahos und Bombay. Ja, Bombay und Ahos. Ja, und das schneidet jetzt der Lolli in Würfel. In kleine Würfel. Und genau, wir zeigen euch gleich. Yay, Leute, es sieht aus wie Chili con Carne. Und ich hoffe, es schmeckt auch so. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es endlich geschafft. Ich weiß noch, Leo und ich wollten auch mal Chili con Carne machen, aber wir haben keine Kidneybohnen gefunden. Und irgendwie, keine Ahnung, kamen wir gar nicht mehr dazu. Auch voll geil. Yummy. Boah, das sieht so richtig lecker aus. Und Tante Lolli isst wieder zum ersten Mal Salat. Genau, hier isst man nicht so viel für Salat. Wir haben andere Gemüse, nicht so Gemüse. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Night Market. Zum ersten Mal. Ich weiß noch, als Leo und ich hier waren, waren wir jeden Abend hier. Und jetzt gehen wir zum ersten Mal zum Night Market und Juliane und Alex sehen das hier mal, wie das hier so abläuft. Hier kann man ganz viele Klamotten kaufen und Schuhe und so und essen, ganz viel kann man hier machen. Hier gibt es so gebrauchte Schuhe, gebrauchte Kappen. Hier China-Ware, Handyhüllen, Selfie-Sticks, gebrauchte Taschen. Sind wir schon gewohnt inzwischen. Ja, und heute ist noch, also jetzt ist noch weniger los. Die Masse kommt erst später, gegen Abend. Hier ein, will jemand ein Supreme-Shirt? Willst du ein Supreme-Shirt oder eine Gucci-Bag? Hier beim Night Market gibt es auch voll viele Essensstände und ich kaufe mir jetzt gerade Manet. Hier kann man einmal süß, salzig mit Knoblauch und nur salzig. Genau. Und Tante Lolli holt mir jetzt gerade noch Kokosnusssaft. Ja, das ist echt schön. Das ist richtig lecker. Leute, guck mal, wie geil. Ich habe Supreme-Schuhe. Hab mir gegönnt. Alex hat sich Gucci-Schlappen gegönnt. Läuft bei dir? Du machst immer noch Wi-Fi. Bei uns läuft, wir sind hier Rich Motherfuckers. Ich habe die für sage und schreibe 2 Euro gekauft. Beziehungsweise Tante Lolli. Aber die haben mir die falsche Größe eingepackt. 39. Dann gebe ich dir 2 Euro. Die passen dir! Ja. Wie bei Rider. Ja. Ja? Kannst du haben? Schenke ich dir. Geil. Danke. Voll warm. Ja, das sind voll cool, gell? Opas Schlappen. Und so ein Brand, na, hallo? Auch geil. Genau. Das war die Marke. Das war die Marke. Wir spielen jetzt gleich mit Opa Uno. Abekalo, mein Dula, da. Na, na, Mann. Die Opa will nicht mitmachen. Ja. Jeremy is throwing a big fundraiser to help firemen. And I figured, what better way than to maybe audition a dance? And the Oscar goes to Carolina! So, wir haben ein paar Runden Uno gespielt und wie ihr sehen konntet, habe ich gewonnen. Ich bin Uno-Meister. Ja, und bald geht es auch wieder zurück nach Deutschland. Also einerseits freue ich mich schon voll, weil ich vermisse... Also ich habe heute Leo geschrieben, ich vermisse ihn richtig sehr. Das ist halt voll komisch, vor allem, weil ich halt auch so das dritte Rad am Wagen bin hier.
Ja, bin ich immer voll so, ich brauche irgendwie jemanden so zum Kuscheln. Ja, deswegen. Und ich vermisse auch Anna und Mama, wie ich die ganzen Stories von denen sehe. Und ja, Leute, ich bleib noch ganz kurz zu Hause. Andererseits freue ich mich, andererseits bin ich so, es ist mir zu kurz zu Hause. Ich gehe eigentlich quasi nur nach Hause, um mein Gesicht zu lasern. Und dann geht's gleich weiter. Ich habe dann jetzt dann meine dritte Laserbehandlung. Ich mache ja so 5 insgesamt. Und dann sollte sich meine Haut um 50% verbessern. Und ich finde, sie hat sich echt schon gut verbessert. Ich hätte das nicht sagen sollen. Das ist irgendwie immer so, wenn ich sage, meine Haut ist voll gut geworden. Am nächsten Tag kriege ich voll die Pickel. Naja. Okay, ich mache mich jetzt bed ready, schmink mich jetzt ab. Beziehungsweise ich bin schon abgeschminkt, aber halt so Gesicht waschen und so. Und dann schlafe ich. Ja, gute Nacht. Muah.